Leute, ich bin's wieder, euer DSD Steve und Let's Play Retrowelt. Zurück zu Siralim. Ja, wir haben eine Pause gemacht vom letzten Part zu diesem. Und jetzt sind wir hier irgendwie wieder in der Stadt. Wir wurden auch gerade von dem grünen Ritter dort links begrüßt. Und jetzt haben wir hier so ein Portal. Ein Stadtportal. Genau, ich denke mal, damit kommen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir aber alles wieder neu erkunden und es sind neue Gegner da. Andere Gegner da. Okay, also speichert auf jeden Fall nicht während seines Dungeons und verlasst es wieder, weil dann respawnen die Gegner. Ich meine, das ist natürlich gar nicht so schlecht, so können wir uns neues Zeug fangen, ne? Aber. Ja. Das ist natürlich jetzt für das letzte Show etwas ungünstig. Ja, genau. Das konnten wir jetzt natürlich nicht wissen. Dass wenn man zwischendrin. Enemy, du musst einfach nur 10 Gegner. Okay, das ist natürlich interessant. Wenn man wieder reinkommt, dann bekommt man auch noch eine zweite Nebenaufgabe. Also theoretisch kann man die Dungeons hier unendlich oft farmen. So haben sie nicht geschafft, nach zu extracten, oder? Ich hab's gerade irgendwie nicht so wirklich mitbekommen. Ich glaube aber nicht. Was ist wirklich noch fast mit anderen Gegnern, ne? Also ich meine. Das ist jetzt, unsere Aufgabe ist ja auch gerade, dass wir 10 Packs Gegner besiegen, ne? Oh nein, die True Form der Mumie. Das finde ich ja ein bisschen komisch. In so einer Mumie sind also irgendwelche random Gegner drin, ne? Scheinbar schon, das ist ja echt komisch. Aber witzig. So, dann machen wir mal Extract. Mal gucken, ob es funktioniert. You managed to extract. Ja, okay, diesmal hat es funktioniert. Cool. Ich finde immer das mit den Haien ganz cool, muss ich sagen. Also es nimmt einen wirklich dieses... Das nimmt eine Menge ab, ja. So, genau. Wir versuchen einfach nochmal, ob wir uns irgendwie nochmal boosten können oder ob wir das überhaupt müssen. Ja, das hatten wir ja schon mal im letzten Mal, ne? Ja. Genau, okay. Und was bekommen wir von hier? Imling Tooth. Okay, ja. Mit unserer Naturverteidigung. Ja, hier könnten wir uns theoretisch noch einen Lich Lord fangen. Jetzt versuchen wir mal den Core. Minotaurus, ne? Genau, von den Typen. Ja, bekommen wir leider nicht. Schade. Kannst du nochmal probieren? Wow, 77 Damage, Mortal Blow. Das hat auf jeden Fall ganz schön geblasen. Das mit diesen Direwolves verstehe ich ja leider immer noch nicht, muss ich ganz offen sagen. Was meinst du jetzt? Also das verstehe ich auch nicht, da habe ich auch keine Ahnung. Da habe ich auch keine Ahnung, was es genau bedeutet. Your spells will not consume charge. Also mal bis zum nächsten Mal braucht man keine Ladungen für Zauber. Das ist cool. Das ist echt cool, ja. Das kann man sich für einen Bosskampf quasi. Klar, für so Leute wie dich, die nie ihre Ladungen benutzen wollen. Ja. Ja, wir öffnen die Schatztruhe und bekommen einen Pandemonium-Token. Und das da weiß keiner, was passiert, wenn man dieses Item benutzt. Okay. Ein bisschen Granit und was war denn Ember? Bernstein, ne? Genau, grüner Bernstein. Denke, so müssen noch 6 Gegner vernichten. Und wir müssen natürlich auch noch den Weg zum nächsten Teleportschrein finden. Ja. Da kommt der Gegner auch schon auf uns zugerannt. Wir greifen mal zuerst den an. Ich versuche den anderen mal zu extrahieren. Wichtig ist natürlich, dass du immer wieder dieselben Leute extrahierst. Ne? Du brauchst ja 3 Kerne. Was ich mich frage, ob die Monster, die man hier antrifft, mit unserem Level irgendwie zusammenhängt. Oh, die haben eine Truhe fallen lassen. Ja. Spirit Echo, den hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, den nutzen wir jetzt auch einfach gleich mal. Warum nicht? Genau. So. Noch eine Truhe. Und wieder schwarzer Bernstein diesmal. Und Schwefel. Oh, ein Unihorn. Ein Unicorn, ja. Und es ist sogar ein Wiederbeleber. Wie Feig, ne? Sollten wir versuchen, uns zu fangen, ne? Es ging gerade schon nicht, aber der überlebt sogar einmal. Okay, jetzt haben wir es extracted. Super. Also ich glaube schon, dass das irgendwie mit unserem Level zusammenhängt. Ich meine, es sind ja wirklich mal komplett andere Monster hier und irgendwie auch stärkere Monster. Na, ist durchaus möglich. Da sind aber wieder Anfangsgegner. Ah, verdammt, jetzt habe ich aus Versehen ihn zuerst angegriffen.
Ja, ich sag mal, unseren Lich Lord müssen wir jetzt nicht unbedingt extracten. Haben wir ja schon, ne? Oder halt Lich Priest. Läuft auf Sabi hinaus. Oh, da ist wieder so ein Einhorn. Würde ich wieder versuchen zu extracten. Genau. Wir haben ja mitbekommen, wir dürfen einmal kann man ruhig draufschlagen. Oder auch nicht. Und das. Oh. Was ist das? Was? Es wurde wiederbelebt als Venomous-Klatscher. Bei den Kräften des Todesreichers. Okay. Ah, that wasn't even my final form, ne? Ja. Selbst die Einhörner können sich nochmal verwandeln. Das war überraschend. Aber hier sind auf jeden Fall mehr Gegner drin als vorher. Ja. Und es sind vor allem. Waren es davor auch schon mal Zweiergruppen oder gab es davor auch einzelne Gegner? Es gab auch schon Zweiergruppen. Okay. Also gut ist auf jeden Fall, wie viel Abwechslung es im Endeffekt bei den Gegnern gibt, ne? Das machen wir wirklich gleich schon mal direkt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, oh, hier haben wir sogar einen Teleport. Fett. Ich möchte und da ist nochmal ein Zwerg, den kannst du auch. Ein Gamble-Zwerg wahrscheinlich. Wer wartet denn darauf, dass du den Gamble. Wir müssen hier noch die Nebenquests zu Ende machen. Mhm. Geh mal nach rechts weiter oder hier unten weiter oder. Da ist noch ein Grabstein. Na, und ja, da ist ein Gegner. Versuchen wir den mal zu extracten. Ja. Ging leider nicht. Ja. Ihr könnt ja mal eure Strategien zum Extracten mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das irgendwie zu boosten. Ja. Haben die Nebenquest geschafft. Und wow, 1821 Erfahrungspunkte und ein Royalty Point. Von Level 6 auf Level 8, von Level 6 auf Level 7 und wir sind jetzt Level 6 und bekommen nochmal 3 Royalty Points. Und 5 Mana. Jetzt sind wir Level 7. Okay. Und eine Stormcloud bekommen wir auch noch. Bekommen wir das nächste Mal ja. Mehr Essence. Machen wir einfach mal. So. Dann holen wir uns mal das hier noch. Genau. Lichblut. Ja, was? Reduziert Mana um 50% und Power Balance Kosten um 100% von allen Sprüchen, die bis zum nächsten Kampf gemacht werden. Finde ich irgendwie gerade verwirrend, aber. Ja. So. Ja, ein Let's Play, ne? Hier, Zeit für Let's Play. Ja, stimmt. Ja, Let's Play, das war natürlich echt witzig. So. Wir nehmen mal wieder 100 noch. Ja, nehmen wir wieder 100. Ach komm, nur ist knapp an 150. Oh, komm, das ist fies. Macht er immer 7? Ne, ja, macht scheinbar immer 7. Ja, mach mal diesmal niedriger. Können wir machen. Haha. Siehst du? Ist einfach gut. Ja. 300 Brimstone. Ja, nett. Dann lass uns mal den Teleport benutzen. Kostet 5% Power Balance. Ja, machen wir. So, wir haben eine neue Nebenaufgabe und der Castle Quest wurde auch geupdatet. Ah, und jetzt sind wir sozusagen im zweiten Level. Warte mal, da stand gerade was. Oh. Da, das kriegen wir hier erstmal. Twisted Devil Core. Nimm 3 von diesen Items, um eine neue Kreatur zu schaffen. Ah, man kann also diese Cores auch einfach finden. Ja, das ist natürlich auch cool. Definitiv. Da steht, öffne das Menü und kreiere ein Portal, um zurück nach Cerulean zu kommen. Das ist gerade deine Quest hier. Und deine Nebenaufgabe hier ist, 2 Kerne von Minotauren zu bekommen. Was natürlich ganz praktisch wäre, weil dann hätten wir 3 Kerne und könnten uns noch einen Minotaurus züchten. Ich meine, wir haben ja jetzt noch so ungefähr 10 Minuten Zeit, so ja, ungefähr. Genau, ne? Deswegen. Genau. Und ich nehme mal an, dass dieser Dungeon hier einfach unendlich groß ist, so ungefähr. Sprich, du gehst einfach immer weiter und weiter rein, ne? Ja. Und man muss zwischendrin immer wieder Portale errichten, um wieder zurück in die Heimat zu kommen. Ja, ich finde das Konzept aber ganz gut. Hier wäre es jetzt nur wichtig, wie bekommt das Spiel dabei eine gewisse Abwechslung hin und natürlich, wie viele. Sag mal, Grafikstile gibt es, ne? Also ich weiß zumindest schon in der Zeit, wo ich das... Den Key habe ich jetzt auch wie schon... Wie viele Monster gibt es denn, weißt du das? Das weiß ich gerade nicht, aber wenn ich die Information haben sollte, blende ich die jetzt hier einfach mal gerade ein. Was sie auf jeden Fall machen, die mache, das ist das Updaten. Also es kam zum Beispiel auch schon eine weitere Landschaft dazu, seitdem ich den Key habe. So, was bei... Wie Portal hieß das, ne? Create a Portal. Genau. So. Oh, das haben wir bei dem anderen Portal schon mal gemacht. So,
so. If you exit the game will reset. Das habe ich jetzt nicht weiter gelesen. Ja, was willst du jetzt noch machen? Na, wir extracten jetzt einfach das mal hier oben. Aber wir brauchen dafür nicht drei. Achso. Wir haben noch drei. Haben wir? Okay, schauen wir mal. Wir haben noch drei gefunden. Nein, das war nur einer. Stand noch da. Wir brauchen. Das stand noch da, das war nur einer. Wir brauchen drei, damit das weitergeht. Okay, ja, dann habe ich das tatsächlich falsch. Achso. Dann gehe ich wieder zurück. Okay, ja. Ah, nee, ja, dann gehen wir einfach Damon zurück. War eine Quest. Wer ist denn das? Der linke oder der rechte hier? Ich glaube, der links. Ja. Gut gemacht. Ihr habt eure... Was? Ach, habt ihr es auch geschafft, eure Nebenaufgabe zu vervollständigen? Es scheint so, als würdet ihr euch langsam daran gewöhnen, wie die Dinge so laufen. Nehmt diese Schriftrolle der Fernsicht. Sie wird euch erlauben, ja, dass wir wesentlich einfacher erkunden können, ne? Sprecht mich erneut an, wenn ihr mehr lernen wollt. So. Dann gehen wir vielleicht auch einfach nochmal rein, gucken, ob wir nochmal noch ein Monster, ob wir das noch lösen können. Wir nutzen einfach mal vielleicht die Spruchrolle. Wir haben auf jeden Fall gerade die Hauptquest erstmal erledigt, was ich interessant finde. Scrolls. Und nutzen wir die auch einfach mal. Das war's dann, ne? Fast. Genau. Und dann, nee. Discard ist auch wegmachen. Verstehe ich nicht. Natürlich. Muss man das im Kampf benutzen? Nee, wir müssen das trotzdem über Spellbook. Ach so. Das ist aber nicht. So, jetzt müssen wir nur das irgendwie wegmachen. Wie kann man jetzt hier was wegmachen? Tja, du kannst nur drei Sprüche gleichzeitig haben. Das heißt, du wirst sozusagen dazu gezwungen, die Ladungen zu benutzen. Ich destroy das jetzt einfach mal. Müssen wir jetzt einfach mal machen. Jetzt haben wir einen empty slot. Ja. Und tatsächlich, das muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so gut. Das ist dann ich, bin ja, ich denke mal, ich denke mal, man kann im Laufe, ich kann immer, man kann im Laufe der Zeit auch mehr Slots kriegen. So. Ja, was denn? Die wollen doch einfach, dass man das Zeug benutzt. Ja, das ist ja eben das Problem, wenn da solche Leute wie du ankommen. Nein, ich horte lieber alles in dem ganzen Spiel. Und dann beendest du das Spiel mit allen Items 99 Mal im Inventar, ja. So, und jetzt sehen wir einfach die komplette Karte. Ist nicht nur blöd, wir wissen natürlich noch nicht, was welche Farbe steht. Schwarz ist immer das, wo wir lang gehen können. Und ich denke auch. Und das andere ist das, was du nicht, wo du nicht lang gehen kannst. Geh mal nach unten rechts zu dem Orangenen, würde ich sagen. Das sieht nach einem Minotaurus aus. Genau. Die können wir extracten, hoffentlich. Hast du es geschafft? Ich muss mir angewöhnen, das hier nicht so schnell durchzuklicken. Ach, du klickst es durch, alles gleich. Ja, ich bin da ein bisschen... Ich bin da dieser typische Enter-Drücker. Wow. So. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall was bekommen. So. Vielleicht schaffen wir so einfach den anderen sogar noch. Das wäre cool, dann können wir uns nämlich direkt noch einen Minotaurus züchten. Versuchen wir es doch einfach mal. Extract. Ja, perfekt. Und haben's. Top. Genau, dafür ist unser Direwolf jetzt tot, aber das ist ja egal. Genau. Und er verwandelt sich in eine Spinne. Wir sehen die wahre Form. Ich finde das ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Random. Machen wir mal einen Feuerball mal drauf. Genau. 44 Schaden und brennt und ist tot. Soll ja niemand sagen, ich benutze das nicht. Ja, und wir haben unsere Nebenaufgabe erledigt. Ja, dann würde ich vorschlagen, du schaffst wieder ein Portal. Genau. Ich finde das aber cool, dass man... Und unser Typ hat Erfahrungspunkte bekommen, obwohl er gestorben ist. Das müsste dich ja auch freuen. Genau. Und dass man... Weil ich meine, er hat ja am Kampf teilgenommen. Warum sollte er keine Erfahrung bekommen? Ja, ich meine, er hat ja teilgenommen. Und ich finde auch gut, dass man für Nebenaufgaben auch wirklich auch Erfahrung bekommt. Mhm. Ja. Dann gehen wir nochmal hoch zu der Maschine. Genau. Und ich denke mal, dann haben wir in der ersten Stunde des Spiels ja relativ viel geschafft. Wir haben ein paar Aufgaben gemacht, wir haben ein paar Nebenaufgaben gemacht, wir haben die Dungeons gezeigt. Bin ich irritiert. Haben wir nur zwei Minotauren-Kerne? Ich dachte, wir hätten drei. Ich könnte schwören, wir hätten damals schon mal einen extracted. Wo kann man das sehen? Bei Items? Course?
Ja, wir haben wirklich Ja, nur zwei. tatsächlich zwei. Na gut, dann notfalls können wir nochmal zurückgehen und nochmal Ja, schnell Minotauros das suchen. machen wir doch. Das möchte ich tatsächlich noch machen. Ein neues Monster möchte ich noch erschaffen. Aber schön unter Kurs sieht man das auch ganz gut. Dass man sich auch vor allem auf die Idee kommt, genau nachzuschauen. Ich war mir eigentlich sicher, dass wir drei hatten, deswegen. Ich bin der Meinung, dass wir einen in der Truhe gefunden haben und dann. Oh. Das war ein anderer. Also tatsächlich sind die Monster ein bisschen schneller. Also ich bin jetzt ja nach links gegangen Ja, und sie hat uns eingeholt. das ist normal, das ist normal. Da würde ich mir keine Gedanken drüber machen. Mein Gott, nein. Es kommt gleich davon zu. Und hier ist der Teleporter, das ist also orange. Oh, da Aber ist ein Minotaurus perfekt. dabei, perfekt. Ja, das meinst du noch, das Unihorn in Wirklichkeit eine wahre Form? Ich denke mal nur das letzte Monster, das da noch da steht. So, wir machen aber einmal Angriff drauf, ne? Weiß ich nicht. Okay. So, und jetzt extracten wir. Unable. Kannst du noch mit dem anderen auswählen? Schade, wir versuchen es nochmal. Jetzt haben wir Okay, es hinbekommen. genau, jetzt haben wir es geschafft. So. Okay, ging ja eigentlich ganz fix. Ja. Also, ihr seht schon, man kann sich ja dann doch recht gezielt die Monster Wir züchten gehen mal vorher brutal. trotzdem noch durch das auf das, in das dritte. Okay. Ja, es sieht denn weiter. Oh, das ist ganz lustig. Wir gehen mal ins vierte. Interessant. Was ist, wo ist denn das hier da? Kill Ethos the Red Storm in this realm to Transversus. keep. Okay, das ist jetzt sozusagen die letzte Ebene. Transversus crawls from my spellbook to my inventory. Okay. Es geht also. An solchen Gut, und jetzt ist Orten. natürlich die Frage, willst du jetzt noch versuchen, hier diese letzte Ebene fertig zu machen, oder? Ich mache mal. Pass auf. Wir machen mal diese Hellsicht hier, ne? Genau. Castet. Die ist super klein. Ja, okay, dann Dann machen wir machen das. wir sie. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch zurück, holen uns den Minotaurus. Ja. Wenn die so kurz ist, klar, dann kann man es wirklich machen. Genau. Unten links war es. Der Raum gefällt mir aber irgendwie. So, den Hallo. Minotaurus. Genau, summon this creature. So, mal gucken. Ja, das haben wir gebraucht. Und er ist natürlich direkt bei uns. Ja, ist natürlich auf Level 1, ne? Ja. Aber mal gucken. Der wird schon irgendwie nützlich sein. Hier wäre es ja vielleicht noch ganz cool, dass das ist so, was ich mir eigentlich auch schon länger wünsche, dass man vielleicht hier noch was zugeben kann, vielleicht irgendeinen EP-Core oder so, damit die gleich ein höheres Level haben. Los, los, weiterlaufen. Ich dachte, du kannst so gut multitasken. Einfach links. Ja, ist doch eine gute Möglichkeit für unseren Minotaurus noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln, ne? Genau. Aber ja, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was dieses Direwolves bedeuten soll. Ich kann mir darunter einfach auch nichts vorstellen, muss ich sagen. Das ist ja jetzt auch kein normales Wort, ne? Hm, ist so witzig. Ich verstehe echt nicht wirklich, was dieses Direwolves macht. Ja. Und wow, irgendwie hält dieser Golem gar richtig viel aus. Ja. Und der geht auch gleich von 1 zu 7. Was ist der Minotaurus? Ja. Ernsthaft? Der ist direkt auf Level 7 aufgestiegen? War das nicht Level 3? Warte, Ghost of Dead. So, was kriegen wir hier? Erhöht den Power, den wir bis zum Ende des nächsten Kampfes Ja, das bekommen. nutzen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Ich denke schon. Creatures? Er hat auf jeden Fall 102 Trefferpunkte. Ja, Level das reicht 7. ja. Krass. Man muss doch dazu sagen, das hat doch gerade ziemlich viel ausgehalten, ne? Hier muss doch nach links gehen, oder? Aber wir sind schon ganz links. Ah. Wir sind Das hätte jetzt. ich dir auch sagen können, dass wir gerade irgendwo so am Ende der Map rumspacken. Das habe ich, muss ich ganz offen gestehen, anders eingeschätzt. Gegner kommen irgendwie stärker vor, jetzt wo wir mehr Leute im Team haben. Ja. Ich glaube, die skalieren irgendwie so ein bisschen mit unserem Level mit. Das kann ich mir nur Mit unserem vorstellen. Level und mit der Anzahl an Partymitgliedern, die wir haben. Oh, wir haben den Gegner besiegt. Kein Wunder, dass der Gegner so stark Ach war. so, es war gerade der Boss sozusagen. Ja.
Ach, wir sind Level 9. Wow, eine Menge Loot. Ja, Death Ram. Rechts ist da noch was Rotes. Geh mal ganz kurz noch ein bisschen nach rechts und ich denke, da ist dann das Ende. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein Teleporter rumsteht oder ob wir uns einfach selbst raus teleportieren sollen. Der Tod, der ignorierst du einfach. Da ist noch was Grünes, das ist bestimmt ein Pilz. Flat. Schleifstein. Das, Und hier ist der Teleporter. Hier ist der Teleporter. Death Ram Level 5, okay. Man kommt denn doch weiter. Okay, also heißt das ja. Na gut. Dann war es das wohl noch nicht so ungefähr. Ich dachte, das wäre sozusagen der Ebenen-Endgegner und dann würde es vielleicht irgendwo anders hingehen. Richtig. Aber scheinbar ist es doch einfach nur ein Reich, wo es immer weiter nach unten geht. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene solche Art von Reichen. Ja? Und umso weiter man runtergeht, umso stärker werden wahrscheinlich die Gegner. Davon gehe ich einfach mal an der Stelle aus. Ja. Aber na gut, ich denke, das war's erstmal Richtig. Mit dem Let's Show und ja, das Spiel ist auf jeden Fall ganz nett. Keine Ahnung, mich würde es wahrscheinlich nicht mehr so süchtig machen wie damals, aber ich meine, wir sind ja auch schon alle ein bisschen älter. Das ist richtig. Also ja, ich finde auch das Grundprinzip recht interessant. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie bei den Grafiken halt versuchen, das noch ein bisschen so zu verändern, dass es nicht mehr so RTP-mäßig wirkt. Also das fällt mir hier ein bisschen negativ auf. Vor allen Dingen jetzt hier diese Schriftrolle zum Beispiel, die irgendwie so riesig ist, als hätte man das falsche Chipset verwendet. Naja, ich meine, das Spiel ist halt wirklich einfach nur so eine Art Toolbox, Sandbox-Monster-Macher-Spiel so ungefähr, ne? Ja. Und genau. Ich denke mal, viel mehr wird auch nicht hinter diesem Spiel stecken. Ja. Ja. Ich meine, die Story ist ja recht dünn. Ich meine, wir sind ein König und weil wir ein König sind... You are the king! Rule the world! We are monsters! Ja, aber ansonsten, wie gesagt, macht es einen sehr netten Eindruck. Ihr findet den Link zum Spiel, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und mit den Worten möchte ich mich verabschieden. Ich war DC Steve und Let's Play Retro World. Wie immer würde mich seit den Kommentaren Daumen nach oben freuen. Tschö.